Matthäus! Jesus von Nazareth hat einen Blinden geheilt. Wer? Jesus von Nazareth. Ezra. Leute fortschicken. Wir haben nichts, was wir ihnen zu essen geben können. Lass sie in die Dörfer gehen, damit sie sich etwas kaufen können. Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. Wie? Es sind Tausende von Menschen. Wir können sie nicht satt machen. Ist noch was zu essen da? Das ist alles, was wir haben. 5 Laib Brot und 2 Fische. Legt die Brote und die Fische in die Körbe und gebt sie dem Volk. Wartet ihr, tut, was er sagt. Wirkt in Jesus von Nazareth. Also könnten wir dank ihm unsere Ketten abwerfen. Wir müssen den Mord an Johannes dem Täufer rächen und wir müssen König Herodes töten. Worauf warten wir dann noch? Hört, Brüder.
Es ist uns immer und immer wieder gesagt worden, dass ein Königreich kommen wird. Nun, ein Königreich braucht schließlich einen König. Jetzt ist es also höchste Zeit, dass alle Stämme Israels, das ganze Volk, Jesus von Nazareth... Ja, mit ihm als Führer können wir ein Heer aufstellen und nach Jerusalem marschieren. Ja, Daniel. Und zum Passafest das Königreich des Himmels auf Erden verkünden. Ja, das ist genau richtig. Jetzt seid mal alle ruhig und lasst uns mal klar denken. Und nicht in absurden Fantastereien schwelgen. Du willst Herodes töten, du willst nach Jerusalem marschieren. Dafür sollte man euch den Schädel einschlagen. Und eines Tages werden sie es tun. Amos, wir leben in finsteren Zeiten. Und ihr alle wisst, dass wir alle zusammen leiden. Ich würde lieber sterben, als mit anzusehen, wie Jesus von Männern wie euch schamlos ausgenutzt wird. Seine Worte sind überzeugender als euer ganzes verlogenes Geschwätz. Was ist mit seinen Feinden, hä? Was würde seine Feinde besiegen? Was würde sie entwaffnen? Euer Wahnsinn? Oder seine Mission? Judas, du musst uns zu ihm führen. Wir müssen unbedingt mit ihm reden. Johannes der Täufer hatte recht. Die Menschen müssen sich ändern, bevor es Königreiche können. Steh uns nicht im Wege, Judas. Das ist mein Rat. Brüder! Judas wird uns nicht aufhalten. Ein paar von seinen Ideen sind immerhin gut. Herodes muss sterben, so viel ist sicher. Er muss für den Täufer zahlen. Mit seinem Blut. Aber ich stimme mit Judas überein, dass Jesus von Nazareth zunächst einmal aus allem herausgehalten werden muss. Es wäre jedenfalls besser, jetzt nicht von ihm zu sprechen. Wir werden das Passafest in Jerusalem abwarten. Dann wirst du ihn zu uns bringen, Judas. Wir haben unsere Brüder unter den Tempelwachen. Sie werden die Sadduzäer verhaften und sie dazu zwingen, Jesus zum König der Juden zu erklären. Sind wir uns alle einig? Ja. 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 Nein, Amos. Ich stimme nicht zu. Ich habe euch allen zugehört. Und nicht einer von euch hat richtig verstanden, was Jesus von Nazareth meint. Was seine Anwesenheit auf Erden bedeutet. Brüder, ich bin einer, der wie ihr glaubt, dass das Volk Israel sich erheben und im Namen des Messias sich von seinen Fesseln befreien sollte. Aber ich bin mir jetzt ganz sicher, dass Jesus von Nazareth weit mehr bedeutet als das. Durch ihn wird Israel wiedergeboren werden. Nicht durch Gewalt, sondern durch innere Wandlung. Simon, du darfst unsere Sache nicht aufgeben. Wir haben unser ganzes Leben lang daran geglaubt. Simon, wähle. Ich wähle für euch zu beten. Und Jesus von Nazareth zu folgen. Das heißt, wenn er mich haben will. Oh, er nimmt dich, Simon. Esse mit euch und ihr werdet zweifellos sagen, dass ich ein Schlemmer und ein Säufer bin. Freund der Steuereinnehmer und der Sünder. Oh, Rabbi, da tust du uns aber Unrecht. Wir respektieren das, was du tust und wir verkennen keineswegs dessen Bedeutung. Aber inwieweit bist du bereit, unsere Gesetze zu akzeptieren? Wie wir gehört haben, heilst du am Sabbat Kranke? Willst du nicht, dass unser Volk den Sabbat heiligt? Wenn einer von euch ein Schaf hat und es fällt an einem Sabbat in eine Grube, würde er nicht gehen und es rausholen? Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Oh, wir verstehen das. Wir verstehen, was du zu sagen versuchst. Aber ist es nicht verwirrend für die meisten Leute? Wir leben nach dem Gesetz. Wenn wir zulassen, dass das Gesetz durch Ausnahmen verwässert wird,
sind wir verloren. Heute hätten wir nicht die Strenge walten lassen, die wir von Moses gelernt haben, unsere Gesetze nicht. Wir hätten nicht einmal, wir würden nicht einmal mehr ein Volk sein. Aber es ist die übermäßige Toleranz, der Mangel an Unnachsichtigkeit in deiner Lehre, die uns befürchten lässt, dass das eine echte Gefahr ist. Das Gesetz gibt mir Sicherheit. Es ist ein Führer für meine ganze Lebensweise. Ein Maß, um beurteilen zu können, dieser Mann hat Recht, der andere Mann nicht. Du sollst nicht verurteilen. Aber du, als ein Sohn Israels, du weißt, dass wir von Gott unter allen Menschen auserwählt sind, um das heilige Volk zu sein. Und dafür gab er uns das Gesetz, die Tora, die das Gesetz des Lebens ist. Und wir haben die Pflicht, uns fernzuhalten von den Sündern und makellos zu sein und gerecht. Aber wer ist gerecht in den Augen des Herrn? Was ist das Herz des Gesetzes? Höre denn, Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Du hast gut gesprochen. Du bist nicht fern vom Königreich Gottes, Josef von Arimathea. Aber es gibt noch ein anderes Gebot, nicht weniger wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber wer ist mein Nächster? Was ist los? Wer ist das? Ist das nicht diese Hure? Ja, die Hure. Was, die wagt es, hierher zu kommen? Was will die hier? Unverschämt. Was tut sie? Seht euch das an. Sie besudelt ihn. Hier ist kein Platz für dich, Weib. Also komm jetzt, verschwinde. Simon, setz dich. Aber Rabbi, weißt du, was für eine Frau das ist? Simon, bitte. Simon, als ich dein Haus betrat, hast du meine Füße nicht mit Wasser besprengt. Du hast mich nicht geküsst oder mein Haar gesalbt mit Öl. Sie hat meine Füße benetzt mit ihren Tränen. Und sie getrocknet mit ihren Haaren. Und sie gesalbt mit Öl. Tochter, deine Sünden, und ich weiß, dass es viele sind dir vergeben, denn ich erkenne deine große Liebe. Was für eine große Liebe. Unsinn, nur Gott vergibt Sünder und nicht der Mensch. Richtig. Dieses Öl mit und bewahre es auch für mein Begräbnis. Geh in Frieden. Thank you.
Nehmt nichts mit, keinen Wanderstab, keinen Rucksack. Kein Essen, kein Geld. Kommt ihr in eine Stadt oder ein Dorf, sucht euch jemanden, der es wert ist, euch zu beherbergen. Will euch in irgendeinem Ort jemand nicht aufnehmen und euch nicht anhören, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Sodom und Gomorra wird es am Tage des jüngsten Gerichts besser ergehen als einer solchen Stadt. Ich sende euch aus wie Schafe mitten unter Wölfen. Darum seid klug wie Schlangen, ohne falsch wie Tauben. Macht euch keine Sorgen über das, was ihr sagen sollt und wie ihr es sagt. Ihr seid es nicht, die sprechen, denn es ist der Geist eures Vaters, der durch euch spricht. Umsonst habt ihr alles empfangen, umsonst gebt es weiter. Geht. Du bist gesegnet unter den Frauen. Du bist seine Mutter. Jeder, der unserem Vater im Himmel gehorcht, ist sein Bruder, seine Schwester, seine Mutter. Das. Der König kommt. Und er holt sie. Ich hätte getötet werden können. Beinahe hätten sie mich umgebracht. Die Wachen haben geschlafen. Sie waren einfach nicht zur Stelle. Ah! Weißt du, warum das passiert ist? Nur weil zwei Schüler von Jesus von Nazareth in der Stadt gepredigt haben. Da. Euer Majestät, Jesus von Nazareth hat kein Interesse an den Zeloten. Mag sein, aber die Zeloten benutzen ihn für ihre Zwecke. Sie haben auch Johannes den Täufer benutzt. Und der ist jetzt gefährlicher, als wenn er noch am Leben wäre. Hüte deine Zunge. Was steht hier rum mit Idioten? Raus, 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 raus! Und keine Gnade mit diesen Zeloten! Tötet sie alle! Vierte Befehl! Raus mit euch, Zelotengesindel! Raus mit euch! Über dich! Los, Leute, bindet sie ganz fest! Mörderpack! Wehe dir, Herodes! Gott wird dich strafen! Ja,
Im Namen des Königs, tötet sie! Der Abschaum der Menschheit wird alle enden! Konnte gehen. Eine Aussätzige sagte, mein Schatten wäre auf sie gefallen und sie war geheilt. Und einer rief mir zu, Rabbi. Rabbi. Ich wusste auch erst nicht, wie ich predigen sollte. Und plötzlich sprach es auf mir heraus. Die gleiche Macht, die Simon Petrus gegeben wurde. Mir ist es auch so ergangen. Meister, überall herrscht große Erregung deinetwegen. Oh ja. Wer bin ich für die Leute in Galiläa? Was sagen sie? Manche sagen Johannes der Täufer. Sie wollen nicht glauben, dass er tot ist. Die wissen, dass er tot ist. Die meisten sogar. Aber sie sagen, du seist der wiederauferstandene Johannes. Ja. Ja. Einen hörte ich sagen, du seist Elias, aus dem Grabe zurückgekehrt. Und manche sagen Jeremias oder Hesekiel. Ja. Und wer sagt ihr, dass ich sei? Der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Dass du das gesagt hast, Simon Bar-Jonas, ist ein Zeichen dafür, dass du gesegnet bist unter den Menschen. Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Das kommt von meinem Vater im Himmel. Und von nun an nenne ich dich Petrus. Der Felsen. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde, die ich fortan meine Kirche nenne. Die Tore der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dir übergebe ich die Schlüssel zum Königreich des Himmels. Und euch allen sage ich dies. Was Petrus gesagt hat, ist wahr. Und ihr wisst es nun. Aber noch dürft ihr es keinem Menschen sagen. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Aber eine andere Zeit wird kommen. Eine Zeit, um nach Jerusalem zu gehen. Oh ja, Meister. Du musst nach Jerusalem gehen. Die ganze Stadt erwartet dich. Die Gelehrten Israels müssen es wissen und dich anerkennen. Nein, Judas. In Jerusalem wird des Menschensohn abgewiesen werden von den Ältesten und hohen Priestern des Tempels. Er wird verurteilt werden. Er wird den Ungläubigen überantwortet werden. Sie werden ihn auspeitschen, ihn verspotten. Sie werden ihn töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Thank you.
denen, die sich arm im Geist wissen. Denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Wohl denen, die Leid tragen. Denn sie werden getröstet werden. Wohl denen, die sanftmütig sind. Denn ihnen wird die Erde gehören. Wohl denen, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Denn sie sollen gesättigt werden. Wohl denen, die barmherzig sind. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wohl denen, die im Herzen rein sind. Denn sie werden Gott sehen. Wohl denen, die Frieden bringen, denn sie werden die wahren Kinder Gottes sein. Wohl denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen wird das Königreich des Himmels gehören. Wohl auch euch, wenn man euch um meinetwillen schmäht, euch verfolgt, euch verdammt, Lügen verbreitet und euch allerlei Böses nachsagt. Freut euch und seid fröhlich, denn ihr werdet reich belohnt werden im Himmel. Gleich den Propheten, die vor euch auch verfolgt worden sind. Wenn ihr betet, denkt daran, dass euer Vater weiß, was ihr nötig habt, bevor ihr ihn bittet. So soll euer Gebet sein. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe auf Erden sowie im Himmel. Gib uns heute unser täglich Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Sondern erlöse uns von dem Übel. Thank you.
Noch einmal rasten. Und dann sind wir beinahe da. In Jerusalem wird es wimmeln von Pilgern, die sich auf das Passafest vorbereiten. Wird er geradewegs in die Stadt gehen? Er hat gesagt, er würde dort getötet. Und wieder auferstehen. Meister! Meister! Martha und Maria, die Schwestern meines Freundes in Bethanien, haben mich gebeten, dir entgegenzureiten. Lazarus ist sehr krank, dem Tode nahe. Sag ihnen, ich bin auf dem Weg zu ihnen. Meister! Meister, er kommt! Meister, da kommt er! Schau, nicht her! Da ist er! Meister, da kommt er! Zu spät. Sie sind auch zu spät. Oh, Herr. Herr. Wärst du bei uns gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß, dass auch jetzt Gott dir alles geben wird, was du von ihm erbittest. Weil ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, um uns das ewige Leben zu geben. Wo habt ihr ihn hingelegt? Komm und sieh. Herr? Herr! Ich habe gebetet und gebetet, dass du kommen mögest. Du hättest Lazarus am Leben erhalten können. Schieb den Stein weg. Aber er ist schon seit 4 Tagen tot und ich fürchte, er fängt schon an zu verwesen. Schieb den Stein beiseite. Komm mit, hilf mir! Der Vergangenheit. Aber du hast mein Leben aus der Grube herausgehoben. Herr, mein Gott. Lazarus! Komm heraus! Lazarus!
Wer da glaubt an mich, der stirbt nie. Auch wenn er tot war. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass du den Wunsch hast, mich zu sprechen. Aber darf ich fragen, weshalb? Meister Zerah, bei allem Respekt. Für viele Menschen in Israel bist du aufgrund deines Einflusses im Sanhedrin eine große Hoffnung für die Zukunft. Und ich wüsste keinen, der mich besser beim Hohen Priester Kaiphas einführen könnte. Nun, wenn du so viel über mich weißt, dann wird es dich nicht überraschen, dass wir auch von deinem Rabbi aus Nazareth wissen. Von seinen Wundern. Auferweckung von Toten, höchst ungewöhnlich. Ich wünschte, meine Pflichten hätten mir genügend Zeit gelassen, deinen Jesus selbst mal zu sehen. Das wünschte ich mir auch, dann wäre es nicht nötig, dich davon zu überzeugen, dass er der einzige Mann ist, der Israel den Frieden bringen kann. Was? Oh, die Zeloten wissen es auch. Und es mag dich vielleicht überraschen, auch deine Tempelwächter. Die Römer sind praktisch denkende Menschen. Sie würden jeden willkommen heißen, der diesem Land Frieden brächte. Und wenn es überdies ein Frieden ist, der sie nichts kostet, umso besser. Der Sanhedrin sollte beschließen, Jesus zum König von Judäa auszurufen und den Römern sagen... Was? Sieh, Cäsar, wir haben einen neuen König. Einen aus dem königlichen Hause Davids. Einen, in den wir alle unser Vertrauen setzen, der Frieden predigt. Toleranz und Liebe, selbst euch Römer. Du kannst also unbesorgt deine Truppen abziehen, wir brauchen sie nicht mehr. Du hast es ausgezeichnet formuliert. Ich müsste es in der Tat sehr gut formulieren, damit die Römer ihre Truppen abziehen und ihren Prokurator. Ganz zu schweigen von ihren Steuereinnehmern. Ich habe von deinem Sarkasmus gehört. Aber der ist hier wohl fehl am Platz. Ah. Nun gut. Wir beide sollten nicht streiten. Also, was soll ich tun? Lass Jesus von Nazareth sich selbst beweisen vor dem Sanhedrin. Ich glaube, ich kann dir versprechen, dass er die Gelegenheit dazu erhalten wird. Thank you.
dieser Jesus von Nazareth? Er ist ein Prophet. Ein großer Prophet. Ein Prophet? Auf einem Esel? Willkommen in Jerusalem! Willkommen, Jesus von Nazareth! Lachaia hat gesagt, juble Jerusalem, Tochter Zion, spricht Gott. Dein König kam zu dir, demütig und bescheiden. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Du bist die Hoffnung Israels. Du bist unser Prophet, unser Retter und Heiland. Jesus, unser Prophet, rette uns. Rette unsere Seelen. Rabbi, mein Name ist Zera. Ich bin ein Schriftgelehrter an diesem heiligen Ort. Und ich, wie auch meine Brüder, habe deine Mission mit großem Interesse verfolgt. Wir haben gute Dinge von dir gehört und freuen uns. Aber was du heute hier getan hast, erschreckt und überrascht uns. Willst du ihn zerstören, diesen heiligen Tempel? Der Tempel ist nicht bloß Stein. Er ist das Haus Gottes. Er kann nicht zerstört werden, solange Gott in ihm wohnt. Zerstört diesen Tempel. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. In 3 Tagen. Wahnsinn. In 46 Jahren wurde dieser Tempel erbaut. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen.
Du sagst es. Aber du hast nicht verstanden. Rabbi, ich verstehe schon. Besser als du denkst. Meister. Dieser Schriftgelehrte hatte die beste Absicht, dich freundlich zu begrüßen. Er war gewillt, deine Sendung zu verstehen. War es klug von dir, ihn zu entmutigen? Er ist einer der wenigen im Sanhedrin, der für alles ein offenes Ohr hat. Öffne dein Herz, Judas. Nicht deinen Verstand. Öffne deine Augen und dein Herz. Zera. Oh, mein teurer Judas. Du hast schon recht, ein Jesus von Nazareth hat sehr wenig politischen Verstand. Aber er ist ein außergewöhnlicher Mann. Und wir werden seine Mission weiterhin verfolgen, mit großem Interesse. Ich werde warten. Ich werde ihn sehen, wenn es an der Zeit ist. Gesegnet sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Könige und Propheten haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ich danke dir, Vater, dass du dies alles den Weisen und Gelehrten verborgen hast und es denen offenbarst, die unwissend sind, einfach und bescheiden. Denn der, der der Größte unter euch ist, soll euer Diener sein. Wer der Erste sein will unter euch, soll euer Diener sein. Gleich dem Menschensohn, der nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Kommt zu mir, alle, die ihr euch müht und schwer beladen seid, und ich werde euch erquicken. Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Königreich, das seit der Erschaffung der Welt für euch bereitet ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich willkommen geheißen. Ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Ich war krank, und ihr kam zu mir. Ihr werdet fragen, wann haben wir das alles für dich getan? Wer immer das tut, für
für den geringsten meiner Brüder. Der tut es für mich. Ermordet wurde, hat er uns noch sagen lassen, dass wir dir trauen sollen. Unsere Brüder sind bereit. Einige von ihnen sind Tempelwächter. Unser Tag der Rache und der Abrechnung mit den Römern ist gekommen. Jeden Tag wird ihr Würgegriff fester. Unser Volk wird sich an die Unterdrückung gewöhnen. Aber wenn du es führst, mit unseren Schwertern im Rücken, wird es sich erheben und wir können es kämpfen lernen. Einige von den Priestern und Sadduzäern haben es gesagt. Gehorch den Gesetzen des Kaisers. Sie sprechen nicht für das jüdische Volk. Sag uns, was wir tun sollen. Was immer du sagst, wir werden dir folgen. Ich sage, liebet eure Feinde. Und vergebet denen, die euch Böses tun und euch verfolgen. Der Tag der Vergebung ist nahe. Und den Römern? Vergebt ihnen allen. Aber die Römer haben Hunderte von Unschuldigen umgebracht. Junge Menschen, alte Menschen, Leben ohne Gnade und Gerichtsverfahren ausgelöscht. Du kannst bestimmt nicht meinen, das zu vergeben, Meister. Wir müssen dem Schwert mit dem Schwert begegnen. Alle, die zum Schwerte greifen, werden umkommen durch das Schwert. Aber wir müssen das Weinen und Wehklagen in Israel beenden. Barabbas! Dein Eifer macht dich blind für die Wahrheit. Das neue Jerusalem wird nicht durch Mord und Aufruhr gebaut werden. Die Weisheit Gottes wird das Land füllen, wie Wasser das Meer füllt. Der Löwe wird ruhen bei den Lämmern. Es wird kein Töten mehr sein und kein Zerstören. Und man wird kein Weinen und kein Wehklagen mehr hören. Während wir darauf warten, dass dieser Tag kommt, lebt unser Volk in Trauer und Verzweiflung. Barabbas! Du sagst, du willst mir folgen. Ich bin gekommen, auf meine Schultern zu nehmen die Sünden der Welt. Und wer mir folgt, muss dazu auch bereit sein. Barabbas. Die wir in dein Haus gekommen sind, bitten dich um deinen Segen. Meister, segne mein Kind. Hosanna! 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 Hosanna!
Hosianna, Hosianna. Du darfst die Kinder diese Worte nicht sprechen lassen. Du weißt, dass es Gotteslästerung ist. Du bist dafür verantwortlich. Habt ihr nie die Psalmen gelesen? Aus dem Munde kleiner Kinder und Säuglinge wird dir höchstes Lob zuteil. Segne, Meister, segne meine Kinder. Hosianna, Sohn Davids, wir vertrauen dir, Meister. Wer hat dir die Vollmacht gegeben, dies alles zu tun? Bevor ich antworte, will ich euch eine Frage stellen. Als Johannes der Täufer taufte, von wem erhielt er die Vollmacht dazu? Vom Himmel oder von Menschen? Das wissen wir nicht. Wir können es nicht sagen. Nun gut. Ihr sagt es mir nicht. Dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Aber ich will euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mann. Und er hatte zwei Söhne. Und zu dem ersten sagte er eines Tages: Geh und arbeite im Weinberg. Und der Sohn sagte nein. Aber später besann er sich eines Besseren und ging hin. Der Vater ging zu seinem zweiten Sohn und sagte ihm das Gleiche. Der sagte, ja, Vater. Aber er ging nicht hin. Nun? Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Der Erste. Der Zweite. Nein, der Erste. Der Erste. Der Erste. Der Erste. Ja, der Erste. Da siehst du, der Erste. Und die tiefere Bedeutung dieser Geschichte? Dass es jene gibt, die glauben, dass sie rechtschaffen sind, weil sie Ja sagen zu Gott. Aber sie tun seinen Willen nicht. Johannes kam zu euch, um euch Gerechtigkeit zu lehren. Aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Selbst nicht, als ihr saht, dass Sünder an ihn glaubten und Buße taten. Sie werden eher ins Königreich des Himmels gelangen als ihr. Die euch fluchen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran so Besonderes? Das tun selbst die Steuereinnehmer. Wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, halte ihm die andere auch hin. Wenn einer dir deinen Rock wegnehmen, gib ihm auch deinen Mantel. Gib jedem, der dich um etwas bittet. Und wenn jemand von dir borgen will, wende dich nicht ab von ihm. Tut keinem anderen etwas an, was ihr nicht wollt, dass er euch antut. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Vergebt, und euch wird vergeben werden. Ihr sollt vollkommen sein. So wie auch unser himmlischer Vater vollkommen ist. Bittet um diese Gabe.
und sie wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopfet an, und es wird euch geöffnet werden. Welcher Vater weist sein Kind zurück? Wenn ihr nun, die ihr unvollkommen seid, euren Kindern geben könnt, was gut für sie ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes denen geben, die ihn bitten? Sie muss bestraft werden. Wie es das Gesetz gebietet. Bringt sie zu dem Nazarener. Steinigt sie! Steinigt sie! Steinigt sie! Meister, was sollen wir tun? Diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Sie sollte bestraft werden, wie es das Gesetz verlangt. Was sagst du? Antworte, Meister. Wir wollen deine Meinung hören. Ja, sag es uns. Muss sie nicht gesteinigt werden? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist... Wo sind deine Ankläger? Ist hier jemand, der dich verurteilt hat? Nein. Niemand. Also werde auch ich dich nicht verurteilen. Geh. Und sündige nicht mehr. Bald war der Hochzeitssaal voller Menschen. Störst. Verzeih mir, wenn ich dich störe, Rabbi. Aber ich bitte dich um einen großen Gefallen. Ich habe einen Diener in meinem Haus. Ich habe ihn schon lange Zeit. Und er ist gut. Er ist mir fast wie ein Sohn ans Herz gewachsen. Er ist schwer krank. Ich fürchte auf den Tod. Rabbi. In aller Bescheidenheit möchte ich... Möchtest, dass ich mitkomme in dein Haus? Also gut. Ich komme mit. Nein. Ich bin es nicht wert, dass du dich unter mein Dach begibst. Ich weiß, dass du nur ein Wort zu sagen brauchst und mein Diener wird gesund. Ich bin ein Mann, der höherem Befehl untersteht. Mir selbst untersteht eine Hundertschaft von Soldaten. Und wenn ich zu einem von ihnen sage, tu dies, weiß ich, er wird gehen. Oder wenn ich zu einem sage, geh dahin,
weiß ich, er wird gehen. Ich brauche es nicht zu sehen. Ich weiß es. Also genügt es, wenn du ein Wort sagst. Und es wird geschehen. Hört ihr diesen Mann? Ich sage euch, solchen Glauben habe ich selten in Israel gefunden. Geh nach Haus. Dein Glaube hat deinen Diener gesund gemacht. Wir wissen, dass wir das auserwählte Volk sind. Wie kann ein römischer Heide mehr wert sein als ein Sohn Israels? Alle Menschen sind willkommen am Tische meines Vaters. Jeder, ob reich oder arm, Herren, Knechte, Kinder Abrahams und Kinder von Heiden. Dekius, komm nach Hause, es geht ihm gut. Markus ist gesund, dein Diener ist geheilt. Ja, wirklich. Komm mit. Komm, Dekius. Komm, überzeuge dich selbst. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Er ist gesund. Nun komm schon. Nach Hause, sie selbst. Eine kleine Gabe für den armen blinden Mann. Möge der Herr dir Glück und Freude schenken. Gott gebe dir Gesundheit und Wohlergehen. Wendet dem Blinden. Der blind geboren ist wegen der Sünden seiner Eltern. Ich habe selbst auch. Wer gibt? Ich kann ihm nicht gegeben werden. Meine Taschen sind leer. Tut mir leid. Möge der Herr dir Glück und Freude schenken. Helf! Ich bin blind geboren. Bitte, helf dem armen blinden Mann. Bitte. Geht ihm viel zu gut als blinder Bettler. Wenn er sehen könnte, gäbe ihm niemand etwas. Lass mich los! Weg! Fass mich nicht an! Hände weg! Fass mich nicht an! Meister, der Mann ist blind geboren. Er hat sich mit seinem Leben abgefunden. Warum es ändern? Er lebt in Dunkelheit. Und solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Du tust mir weh! Meine Augen brennen! Was hast du mit ihnen gemacht? Was hast du auf sie getan? Geht und wascht deine Augen. Zum Ablutionsbecken! Ja, das wollen wir sehen. Der wird sich wieder. Der Meister hat den Blinden geheilt. Kann er sehen? Aber wasch ihn erstmal richtig. Ja. Der hat sein ganzes Leben lang kein Wasser angerührt. Auf die Reine! Und ich.
einmal im Leben sehen. Ich bin nicht mehr blind, ich kann alles sehen. Jetzt weiß ich erst, was ich bedeutet, sehen zu können. Ja, Brüder, ich kann die Welt sehen. Meine Augen sind geöffnet, ich kann sehen. Brüder, ich kann euch alle sehen. Euch alle. Platz machen, Leute, die Priester kommen. Platz für die Priester. Zurück, zurück. Ich sehe euch. Was hast du zu sagen? Was hast du zu sagen über den Mann, der dich geheilt hat? Er ist ein Prophet. Da gibt es keine Zweifel. Was sagst du? Du hast deine Sehkraft von Gott erhalten, nicht von diesem Mann. Er ist ein Sünder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich war blind. Ich war immer blind. Und jetzt kann ich sehen. Es ist ein Wunder. Ich muss zu diesem Mann gehen und ihm danken für das, was er für mich getan hat. Wo ist er? Glaubst du an des Menschen Sohn? Wer ist er, Meister? Damit ich an ihn glauben kann. Du hast ihn schon erblickt. Es ist der, der mit dir redet. Ich glaube an ihn. Dieser unverschämte Lügner ist nie blind gewesen. Er hat immer nur vorgegeben, blind zu sein, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und was hast du dazu zu sagen? Dass du Blinde sehend machen kannst? Ich bin in diese Welt gekommen, um die sehend zu machen, die nicht sehen können. Und um die blind zu machen, die sehen können. Was meinst du damit? Dass wir, die wir gerecht sind, blind sind? Wenn ihr blind wärt, wärt ihr frei von Sünde. Da ihr aber sagt, wir sehen, seid ihr nicht frei von Sünde. Habt ihr es gehört? Dieser Mann ist vom Teufel besessen! Er ist ein Schwindler, ein Eiferer, der Mann ist wahnsinnig! Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, die ihr alle seid, die ihr das Königreich des Himmels vor den Menschen verschließt. Ihr selbst werdet nicht hineingehen und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Ihr blinden Führer! Die Mücke siebt ihr aus, das Kamel aber verschluckt ihr. Vor den Buchstaben des Gesetzes verbeugt ihr euch, aber das Herz des Gesetzes verletzt ihr. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, guten Glauben. Ihr seid wie weiß übertünchte Gräber, die äußerlich hübsch aussehen, aber inwendig voller Totengebein, Unflat und Verwesung sind. Seht alle diese Steine hier. Ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Euer Haus ist ein ödes und verlassenes Haus. Eine Höhle, in der Eidechsen und Spinnen hausen. Ihr Schlangen und Otterngezücht. Wie kann einer von euch der Verdammnis entrinnen? Ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen.
Nicht bevor ihr zu rufen bereit seid. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Denn ich und mein Vater, wir beide sind eins. Er ist ein Gotteslästerer. Und der und der sprichst nicht für das Volk von Israel. Du lehrst nicht die Lehren unseres Vaters. Man soll die zu Tode steinigen. Was hat denn das zu bedeuten? Fällt mir aber gar nicht. Sehe ich mir mal an. Pass auf die Soldaten auf. Ist gut. Ich komme, um euch meine Hilfe anzubieten. Meister Nikodemus. Ja, ich muss euch zur Vorsicht raten. Ihr seid in Gefahr. Bewege deinen Herrn dazu, sich fernzuhalten von öffentlichen Plätzen. Gott muss dich gesandt haben, sag du's ihm, Meister Nikodemus. Wenn er auf einen hört, dann auf dich. Komm. Meister? In Kürze findet eine Versammlung des Sanhedrin statt. Du hast dort viele Feinde, aber auch Freunde, die wissen, dass du der Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, und in deinen Worten sprechen, wenn Gott nicht mit ihm ist. Dennoch ist Unruhe in meinem Herzen. Und mein Verstand ist verwirrt. Du musst mir helfen, die Wahrheit zu sehen. Wenn ein Mensch nicht wiedergeboren wird, Nikodemus, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Wiedergeboren? Kann ein Mensch ein zweites Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen? Was aus Fleisch geboren worden ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren worden ist, ist Geist. Wundere dich nicht, wenn ich gesagt habe, ihr müsst wiedergeboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Du hörst zwar sein Geräusch, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren wird. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern das ewige Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Er hat ihn gesandt, um die Welt durch ihn zu retten.